Ford bringt im September den neuen Focus zu den Händlern, ein sehr wichtiges Auto, nicht nur für den Konzern, sondern für Kunden und Märkte weltweit. Der Focus ist eines der meistverkauften Autos überhaupt. Er steht auf einer neuen Plattform, hat neues, frisches Design, ist also komplett neu entwickelt worden. Und wie sich das so anfühlt und fährt, könnt ihr jetzt ein Stück weit hier erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen beim neuen Video von autonotizen.de mit dem Ford Focus, 5-Türer ST-Line und 125 PS starkem Dreizylinder-Benziner. An der Front zeigt der Familienähnlichkeit der neue Focus zum kleineren Fiesta, aber zitiert auch gut den Vorgänger, schlägt also nicht aus der Reihe, wirkt aber modern. Diese vorgestreckte Front mit dem Kühlergrill vorne und daneben die breiten Scheinwerfer. Man sieht hier diese Blinkerlichtleiste in den LED-Scheinwerfern, sieht also ordentlich aus und macht das ganze Auto auch breit. Das Profil irgendwie typisch Focus, typisch Ford, aber doch auch frisch, also vom Design her echt gekonnt. Was auffällt, ist die breitere, steiler stehende C-Säule, Entschuldigung, und hier diese ausgeprägten Backen über den Radhäusern, die das Auto extrem breit wirken lassen. Da empfiehlt sich natürlich, und das ist auch bestimmt so gewollt, von der kaufmännischen Abteilung bei Ford die Investition in größere Radreifenkombinationen. Auch am Heck betont der Focus die Breite. Wir sehen hier diese breiten Rücklichter mit dem großen Schriftzug in der Mitte. Ist auch selbstbewusst hier der Name Focus, der zur Schau getragen wird. Der ST-Line hat dann hier diesen Diffusor unten mit dem Doppelrohr. Das ist eben ein Teil des Bodykits für den Focus ST-Line. Neben der Rückfahrkamera ist der Öffner für die Heckklappe. Und dahinter verbirgt sich der Kofferraum, 341 Liter groß. Wer jetzt genau mal aufgepasst hat, der merkt, der größte ist er nicht. Da bieten mittlerweile sogar rein von der Literzahl ein Polo und ein Seat Ibiza mehr. Der aktuelle Golf 7 zum Beispiel hat 380 Liter. Wir haben hier einen doppelten Ladeboden. Darunter verbirgt sich hier aber das optionale B- und O-Soundsystem. Mit dem Subwoofer hat also hier seinen Platz. Die Ladekante hier unten ist ungefähr so hoch. Ich habe hier feste Verzurrösen, 4 Stück in allen Ecken, kann hier also was verspannen und die Durchreiche eben in den Innenraum. Aber in Sachen Laderaum will der Focus jetzt nicht unbedingt neue Klassenmaßstäbe setzen. Schauen wir doch mal, wie es innen so zugeht. Wie immer habe ich auch hier im Focus-Testwagen die Vordersitze auf meine Körpergröße eingestellt, 1,92 Meter. Und ja, ist ein Kompaktklasse vor. Mitbewerber gibt es, die durchaus mehr Platz haben, zum Beispiel der Golf, aber wie ich finde auch der Hyundai i30. Die Füße passen noch gut unter die Sitze, aber am Knie wird es dann schon ein bisschen eng. Dann habe ich hier ein Panorama-Glasdach verbaut. Ihr seht oben die Lichtluken. Deswegen kann ich hier auch den Kopf nicht gescheit gerade halten. Aber sowas probiert man natürlich aus. Wenn man zu groß ist für ein Schiebedach, dann kauft man einfach ein Auto ohne Schiebedach, also ohne diese Option. Die Rücksitzbank selber ist sehr bequem gepolstert, vor allem am Rücken finde ich so schön, ja, schön steil und auch ausreichend weich. Die Armlehne drückt hier so ein bisschen rein, also er ist schon hinten schon so ein bisschen eng. Dann habe ich hier eine Mittelarmlehne, 2 Cupholder und die Durchreiche zum Kofferraum. Die Kopfstütze selber lässt sich weit genug rausziehen. Gut, viel mehr Platz ist dann eh nicht bis zum Dach. Und dann habe ich hier Isofix-Kappen. Also sind die Haken gut erreichbar. Ihr kennt es, der Buchstabe L fehlt, Klappen statt Kappen. Also mit einer Klappe ist es so ein bisschen aufgeräumter und dieses Plastikteil fliegt nicht rum. Aber lieber so als ja, keine Kappe oder Klappe. Hier gibt es Netze in den Vordersitzlinien, kann ich also Zeitschriften, Taschentücher oder etwas anderes reintun. Und eine 12-Volt-Steckdose hier unten, aber kein USB-Anschluss. Also die Connectivity hinten ist hier im Testwagen noch verbesserungswürdig. Ein kleines, aber feines Detail sehen wir hier, wenn wir die Tür aufmachen. Der Türkantenschutz, der eben in engen Parklücken vor Lackschäden schützt. Ja, bei Skoda heißt sowas Simply Clever, die haben das auch direkt geklaut, das gibt es bei Ford schon ein bisschen länger und hat Skoda auch im Kodiaq zum Beispiel. Aber jetzt schauen wir doch den Focus mal innen rein.
Der Fahrer blickt auf analoge Instrumente mit so hellblauen Zeigern. Ja, sieht ganz nett aus. Ist jetzt persönlich nicht unbedingt mein perfekter Farbgeschmack. In der Mitte haben wir so ein digitales Display. Wir kennen das von Ford. Da kann man dann sich hier eben verschiedene Anzeigen drauf abbilden lassen. Jetzt habe ich hier den Bordcomputer zum Beispiel. Dann gibt es hier, gut, Eco-Trainer brauchen wir jetzt nicht. Eben hier verschiedene Anzeigen wie Fahrassistenten. Klar, der Spurhalteassistent, Spurverlassenswarner. Und natürlich den Frontassist mit dem Notbremsassistenten oder auch die Navi-Hinweise. Das Lenkrad, das ist ein Dreispeichen-Lenkrad in der ST-Line unten abgeflacht. Hier kann ich dann sowohl auch Fahrassistenten bedienen und die Geschwindigkeitsregelanlage. Lautstärke für das Audiosystem oder auf Mute und hier kann ich dann Telefon abheben annehmen. Die Sprachsteuerung, die zeige ich euch gleich und hier eben den Bordcomputer bedienen. Hier habe ich jetzt im Vergleich zum bisherigen Focus ein deutlich aufgeräumteres Cockpit. Wir haben oben den großen Monitor stehen, das kennen wir bereits vom Ford Fiesta, der von der Auflösung her auch extrem gut ist. Hier oben links der Home-Button, das haben irgendwie alle modernen Autos, ist wohl überall die gleiche Software drin. Kann ich dann also jetzt hier zwischen Audio, Telefon und Navi zum Beispiel auswählen. Ich gehe jetzt dann hier auf Einstellungen, dann habe ich hier also diverse Sachen. Ihr seht schon, das von der Bedienung her, also typischer Touchscreen. Diese Kante hier ist ganz gut, ich kann nämlich hier den Finger ablegen, die Hand ablegen und dann hier bedienen. Und was echt hilfreich ist, es ist eben nicht komplett knopflos, das Teil. Wenn ich jetzt Musik höre, dann kann ich hier einfach einen Track weiter skippen zum Beispiel, kann pausieren und kann hier auch direkt mit Knopfdruck auf die Klangeinstellungen wechseln. Also das finde ich ganz gut. Das ist nicht immer alles nur eine Reduktion der Knopfwüste, sondern einfach eine geschickte Anordnung eben der Instrumente und der Bedienelemente. Hier die Klimaanlagenbedienung. Die habe ich jetzt gerade ausgemacht, damit das Gebläse nicht so bläst hier, trotz 28 Grad Außentemperatur. Ihr seht also, wie ich leide, um euch ein Video zu zeigen. Und hier den Schaltknüppel für das manuelle Sechsganggetriebe, sehr gut abgestuft. Hier kann ich die Start-Stopp-Automatik ausschalten, die Traktionskontrolle ausschalten. Und hier dann auch diverse Drive-Modes, das sehe ich dann hier, normal, Eco und Sport einstellen, wo eben Ansprechverhalten von Antrieb etc. gesteuert wird. Dann kann ich hier die Park Distance Control aktivieren und deaktivieren. Park Lenk Assistenten ist auch nichts Neues mehr. Und mit diesem Knopf hier aktiviere ich das Head-Up-Display. Ihr seht es hier, ist eine Plexiglasscheibe. Die Anzeigen werden nicht direkt auf die Windschutzscheibe projiziert, sondern auf die Plexiglasscheibe. Und hier habe ich dann Geschwindigkeit, Navigation und Verkehrszeichenerkennungsanzeigen drin. Und die Geschwindigkeitsanzeige wechselt zum Beispiel auch von weiß auf rot, wenn ich schneller fahre als erlaubt. Alles gut verarbeitet, angenehme Materialien. Hier ist so eine Kunststoffzierleiste. Hier ist weicher Kunststoff und hier unten wird dann hart. Also alles mindestens auf Klassenniveau und auch in der Tür diese Leiste. Und, da fahre ich mal kurz hier rüber, eine komplett gepolsterte Türablagentasche, hier mit Flaschenhalter und dahinter ist noch so eine Kante, also da klappert und raschelt nichts. Und auch so Feinheiten wie Chromränder an den Fensterhebern, Schaltern wirken schon mehr Premium als bei vielen anderen Autos, die das vielleicht auch sein wollen. Das will der Focus ja gar nicht sein. Beschäftigen wir uns noch einmal mehr mit dem Infotainment-System. Sync 3 heißt es ja bei Ford. Ich habe hier das Telefon, wie ihr seht, über USB angeschlossen, weil nämlich leider, wenn ich das iPhone per Kabel anschließe und Apple CarPlay aktiviert ist, komme ich nicht mehr auf die Ford-Navigation, die ich natürlich im Testwagen ausprobieren will und nicht automatisch die Apple oder die Google Maps-Navigation nutzen will. Bekannt ist das System ja für seine Sprachsteuerung. Die probieren wir jetzt einfach mal aus und lassen uns mal irgendwo hin navigieren. Ich drücke also diesen Knopf und zeige euch, was hier im Display passiert. Ein Kommando bitte. Navigiere nach Münchner Straße 1 in Ismaning. Ich habe Sie nicht verstanden. Sie können AM, FM, USB oder Navigation sagen. Wenn ein Telefon verbunden ist, nennen Sie den Namen eines Kontaktes und sagen Sie anrufen, beispielsweise Max Mustermann anrufen, oder sagen Sie wähle gefolgt von der Telefonnummer, zum Beispiel wähle 01985692358. Also muss man erst wechseln. Navigation.
Ich habe Sie nicht verstanden. Sie können AM, FM, USB oder... So, wir lassen nicht nochmal alles vorlesen und versuchen es so nochmal. Aber ihr seht schon, ich habe das beim Ford Fiesta damals schon gesagt. Nicht ganz ideal. Da habe ich Stelte für bekommen, aber ich fake hier nichts. Ein Kommando bitte. Navigation. Navigation. Ein Kommando bitte. Adresse suchen. Nennen Sie die Stadt, gefolgt von der Straße und der Hausnummer. Wenn Sie in einem... So, ich breche das jetzt mal ab. Also ihr seht, man kann jetzt hier nicht einfach sagen, auf geht's da und dahin, sondern ich muss mich hier so ein bisschen durchfummeln. Finde ich jetzt suboptimal. Aber sie reagiert zumindest schnell auf die Sprache, muss also nicht ewig rumrechnen. Und was ich ja finde, der Touchscreen, der ist echt extrem gut. Da würde ich die Adresse oder sonstige Befehle einfach per Hand eingeben. Was auch gut funktioniert, wenn du das Telefon per Bluetooth verbindest, dann kommt auch die Sprachsteuerung als Assistent dazu und sagt dir, was du machen musst. Du musst also nicht unbedingt dann immer nur auf die Anzeigen des Displays schauen. Jetzt interessiert aber mich und ich hoffe auch euch nicht nur das Infotainment, sondern was passiert, wenn wir hier drauf drücken und dann hier ein bisschen rumrühren. Wir fahren am besten eine Runde mit dem Ford Focus und gucken, wie er sich so schlägt. Der Motor ist total unauffällig, du hörst ihn also natürlich schon, dass dein Benzinmotor werkelt, aber du hörst nicht, dass das irgendwie Dreizylinder ist. Ich fahre jetzt hier im dritten Gang aus dem Ort raus, Tempo 50, gehe mal aufs Gas. Das hier Tempo 80, 3.500 Touren, Tempo 100 immer noch im dritten Gang, 4.500 und schalte jetzt mal hoch. Also dieses typische Schnattern, Surren vom Dreizylinder, das fehlt, der ist echt gut gedämmt, schafft das, finde ich, vom Geräuschkomfort deutlich besser als die Mitbewerber, zum Beispiel der koreanischen Hersteller. Und auch vom Durchzug, also das bin ich hier im sechsten Gang, Tempo 70, da geht natürlich jetzt nichts, da setzt der Turbo noch nicht ein. Aber wenn ich jetzt hier in den fünften schalte, 2000 Touren, beschleunige dann gemächlich dahin. Also es ist ein Motor, der bestimmt 95% der Kunden mehr als zufrieden stellt, im täglichen Alltag eben seinen Job gut macht, ist natürlich jetzt kein Dynamiker. Wer so einen Focus als ST-Line kauft, so wie der Testwagen ausgestattet ist, greift dann bestimmt zum höher motorisierten Benziner oder Diesel. Dieses kleine Pling-Geräusch, das ihr immer hört, finde ich ja so ein bisschen nervig. Das ist eigentlich eine gute Sache. Das ist die Warnung, wenn man schneller fährt, als die Verkehrszeichenerkennung erlaubt oder erkennt. Aber das ist jetzt hier Tempo 70 erlaubt zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn ein Tempo 70 angesagt ist, man fährt nur 71 km/h, dann kommt eben dieses Geräusch. Also da könnte man vielleicht ein bisschen mehr Varianz haben oder man kann es gewiss auch irgendwo ausschalten. Hier werden die Straßen jetzt wieder ein bisschen ruppiger, aber man sieht es vielleicht ein bisschen am Kamerawackeln. Also das Auto teilt schon mit, was abgeht auf dem Boden, aber du hast durchaus noch ausreichend Komfort. Und die Sitze relativ weich gepolstert, dafür auch mit überraschend wenig Seitenhalt für einen Focus ST-Line. Die federn hier aber auch noch eben ein gutes Stück mit. Der Ford Focus fuhr sich ja bisher immer schon ganz gut in den letzten Generationen. Der Vorgänger gefiel mir dann optisch so lala, nach dem Facelift wesentlich besser, aber innen war es immer noch ein bisschen eine Knopfwüste, kleines Display. Und da hat Ford echt an genau den richtigen Positionen neu gestaltet und aufgeräumt. Es ist nach wie vor ein angenehm zu fahrendes Auto, sehr agil und direkt ausgelegt, ohne jetzt aber pseudosportlich zu sein. Er sieht außen sehr gefällig aus, wie ich finde, ist eine schöne Evolution des Focus-Designs und er passt sich gut in die Ford-Markenwelt ein. Er ist innen nett anzusehen und kann Konnektivität und Fahrassistenzsysteme, alles auf mindestens Klassenniveau. Mit der Sprachsteuerung werde ich, glaube ich, nicht mehr so freund, aber wenn irgendeiner da draußen es mir zeigen will und kann, was ich da vielleicht falsch mache, nehme ich die Herausforderung gerne an. Ab 18.700 Euro kostet der Ford Focus, immer serienmäßig als Fünftürer, dann mit 85 PS 1 Liter Motor, was aber nur die halbe Wahrheit ist, denn er wird jetzt schon auf der Ford-Webseite deutlich günstiger angeboten und bei den Händlern auch. Der ST-Line hier mit dem 125 PS Motor und Schaltgetriebe, den gibt es ab 25.200 Euro. Der Testwagen hier hat natürlich allerlei Extras verbaut.
kostet dann so ein bisschen über 30.000 Euro. Es ist ein durchaus preiswertes Angebot in der Klasse, ohne jetzt wirklich ein Dumpingangebot zu sein. Das machen aber eben die angesprochenen Rabatte von Ford und von den Händlern. Schaut da einfach mal rein. Und ich finde es auf jeden Fall ein ernstzunehmender Mitbewerber in der Klasse. Der Kombi kommt ein bisschen später, der könnte dann auch in größeren Klassen wildern, wenn man einfach mehr Laderaum braucht und vor allem nicht den Platz im Fond. Ihr habt gesehen, da ist er nicht der größte. Aber man könnte als Fazit sagen, gut gemacht Ford, meine Meinung. Was ist eure Meinung? Das interessiert mich natürlich. Mit Daumen nach oben sagt ihr zum einen, ob euch das Video gefallen hat, mit Daumen nach unten, ob euch das Video nicht gefallen hat. Und wenn ihr Fragen und Kommentare zum Auto habt, immer rein damit in die Kommentarfunktion. Den Fahrbericht mit vielen Fotos und technischen Daten gibt es natürlich wie immer auf autonotizen.de. Einfach mal da reinschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.